Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar, erste Video mit der neuen Kamera. Ich bin immer noch am Testen, aber ich wollte es einfach jetzt ausprobieren. Weil wenn das Video nicht stört, ist es nicht schlimm. Ich habe mir für meine PlayStation was geholt. Das wollen wir jetzt anbauen. Ich muss auch auf jeden Fall lernen, dass ich die Kamera ein Stück höher machen muss, wenn ich so. Gut. Und das ist einmal ein klassischer Aufkleber, den zeige ich euch, und einer für die LEDs. Und wir werden uns das dann auch, wenn es dann fertig ist, im Anzustand angucken. So, das ist einmal die klassischen Aufkleber. Die sehen ein bisschen komisch aus, aber da sind ja Ausschnitte, zeige ich euch gleich. Und das ist grün, soll türkis sein. Ich wollte türkis für die LEDs, weil ich habe hier sowieso mal alles auf türkis. So, erstmal drehen wir das so. Dann müssen wir hier erstmal den Standfuß wegmachen und wie war denn das? So, anheben. Auch die ist schon ganz schön dreckig, meine PlayStation. So. So, mit Fernbedienung macht super. Und zwar so. Ich habe jetzt schon mal den Seitenpanel ja abgemacht gerade eben. So, dass ich euch das nur mal so zeigen kann. So. Näher ran geht es nicht. Und zwar, hier oben ist das PlayStation-Logo eigentlich. Ja. So, das ist ja, wie ihr seht, ausgeschnitten. Und da kleben wir jetzt einfach. Ich werde auch nicht beide Seiten reinkleben. Wartet mal. Ja. Ich werde nicht beide Seiten aufkleben, ich werde nur auf die Oberseite raufkleben, weil die Unterseite ist mir egal, meine steht ja sowieso nicht. Ach, Mausi. So, mal ein bisschen rauszoomen. So. Ist halt so ein kleiner Aufkleber. Ja. Und der muss hier einfach in die Aussparung eingeklebt werden. So, haben wir. Und bei der LED links, rechts, was ist denn hier links und was ist denn rechts, wenn so hochkant steht? Links ist das, also brauchen wir die Seite. So. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich weiß auch gar nicht, ab wo die leuchtet. Ich fange mal am besten hinten an. Am besten gleich hinten anfangen. Oh, so eine Fummelarbeit, das ist ja was für mich. Nicht. Ist auch ein bisschen größer gemacht, dass man halt hier schön die LED-Leiste auch trifft, aber wenn man so ein Grobmotoriker ist wie ich, ist das halt etwas doof, etwas schwer. So. Gucken, haben wir das jetzt hier überall auf der LED drauf? Ja. Steht auch nicht über. Haben wir super aufgeklebt. Jetzt kommt es wieder. Hoppala. Das war das hier rauf machen müssen.
Oh, das sieht geil aus. Oh, leck mich am Arsch, sieht das geil aus. Ich hoffe, das ist auch hell genug für euch, dass ihr was seht. Ich hatte den ISO-Wert eigentlich gut eingestellt. So, jetzt seht ihr das mal im klassischen Design mit den Farben Gelb, Grün, Blau und Rot. Und... Ach nee, das ist ein Ersatzaufkleber. Wir haben zwei. Wir haben Ersatzaufkleber noch mit bei. Ich dachte, auf der Rückseite wäre auch so ein Ding. Aber ist nicht. Schönes Ding. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch... anheben hinten und nach vorne schieben. Dann können wir das beiseite machen. Oh, hier hat sich aber auch schon ein bisschen was gesammelt. Ich bin mal gespannt, ob der Staubschutz, den man hier rausbauen soll, also Gummi hier, ob das sich denn wirklich ja, was jutet ist. Ja, hier ist der SSD-Slot auch drauf. Wenn Sony den mal freigibt, dann haben wir davon auch was. Mal gucken, wissen wir richtig. So. Ich fange jetzt wieder hier oben an. Klebe direkt auf die LED. Nicht wundern, ihr habt, das ist größer. Oh, ich habe schon wieder einen Tatterich hier. Dass ihr... Das PlayStation-Logo gibt es übrigens auch... Gibt es übrigens auch in... Türkis, Rot, Gelb, Grün, also das, was eure Lieblingsfarbe ist, könnt ihr machen. Und Gold. Silber habe ich jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber Gold habe ich gesehen. Gold war jetzt auch meine Idee noch gewesen. Aber man kann ja jetzt, kann man ja gut entfernen. Sind ja nur Folien. Könnte man dann auch später, wenn man sagt, hey, wir machen einfach. Hoppala. Ich hole mir jetzt nochmal ein anderes und passe mir das ein bisschen an. Und mache es jetzt einfach mal golden. So. So, jetzt habe ich ein T-Shirt mit eingefummelt. So, das ist fest. Jetzt müssen wir den Standfuß noch wieder dran bammeln. Also mit dem Standfuß, da hätten sie sich wirklich was anderes einfallen lassen. Irgendwie ein zweites Panel mit rein, wo halt einmal für hochstehend, einmal... Ach so, wartet, ihr seht es ja nicht. Einmal für hochstehend. Ja, und einmal für, wenn man so machen will, dass da vielleicht dann noch eine Schraube drin ist, dass man das irgendwie fixieren kann. Weil der Standfuß ist wirklich sehr, sehr locker. Sehr, sehr, sehr locker hier. Der hält wirklich nur von 12 bis Mittag. Also da mehr Druck hier drauf, irgendwie hätten sie... Es ist gut, aber wenn man einmal die stehen hat, sollte man am besten nicht anfassen, auch nicht zum Putzen oder so. Weil sonst rutscht bei jeder Kleinigkeit rutscht das vom Standfuß runter. So. Und man muss auch gucken durch diese Wölbung, wo man den Standfuß genau anbringen muss. Also hier oben bringt es nichts. Also man muss auch genau hier wissen, wo man da hin muss. Da muss man dann hier immer wieder auf diese Kerben gucken, die hier angezeichnet sind. Ein bisschen nervig. So. Dann wartet jetzt für das Anbauen. Oh, nee. Ich sehe gerade. Meine Frau.
So, meine Frau war das. So. Und zwar habe ich hier jetzt richtig drinne hier oder so. Ja, jetzt ist sie richtig drinne. Die war nicht richtig drin. Ich baue jetzt hier mal schnell um, nehme euch mit rüber und oh, Entschuldigung, ich habe wieder vergessen, die Kamera auszurichten. Nehme euch jetzt mit rüber zum Fernseher und dann werden wir sie mal anschließen und gucken, ob sie wirklich türkis leuchtet, wenn sie angeht. Ich bin mal gespannt. Und dann wartet auch gleich. So, wir können ja hier schon mal aufnehmen, wie ich es anschließe. So. Dann könnt ihr mal sehen, was das für eine Fummelei mit diesem komischen Standfuß ist. So, wo haben wir denn die Kerben jetzt drinne? Ist das überhaupt fest? Alles fest. Die Kerben sind da. So, die Hochkante gestellt. So. Und dann gleich die wichtigsten Kabel schon mal anschließen, weil ihr dürft dann die PlayStation nicht mehr großartig bewegen. Ihr müsst die fixieren und dann, also hinstellen und dann wartet. So. So, Kabel wieder verstecken. Ihr müsst da so aufpassen. Gut, 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 gut. Und jetzt zoome ich euch mal noch ein Stück ran. Also weiter geht's jetzt nicht mehr dran zoomen. Ich hoffe, ich habe jetzt den ISO-Wert nicht geändert. Oh, es leuchtet immer noch blau. Beim Starten. Da hatte ich jetzt eher die Befürchtung, dass es nicht mehr blau leuchtet. So, sieh's an. Oh doch, sie leuchtet türkis. Also nicht ganz so türkis, wie ich sie gerne hätte. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nicht ganz so türkis ist, weil ich da nicht richtig die LED getroffen habe. Aber das kann man ja gucken. Ich habe eigentlich das LED getroffen. Unten ist genauso. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist jetzt nicht richtig türkis. Wartet mal, ich mache mal Licht aus. Aber schon besser als dieses Weiße. Also ja, ein leichtes Türkis ist es, würde ich sagen. Ich kann euch leider nicht weiter ranzoomen. Könnt ihr vielleicht ein bisschen was sehen? Und mit dem PlayStation-Logo jetzt hier oben in sieht sehr toll aus. Sieht richtig Hammer aus. Gefällt mir sehr gut. Also ich habe jetzt bezahlt 7 Euro dafür. Wartet mal, ich muss mal die PlayStation ausmachen. So, ich habe bezahlt 7,99 Euro für zwei PlayStation-Aufkleber.
Und einmal die Leitbar, also beide Seiten, links und rechts. Jo. Und sieht schön aus. Also ich bin überzeugt, mir gefällt's. Vielleicht hätte man auch doch nochmal ein Blau nehmen können oder ein Grün oder so. Aber mit dem Türkis ist schon ganz schön. Und vor allen Dingen ist das Schöne, was ich jetzt eher befürchtet hatte, dass das Blau jetzt nicht mehr blau ist. Ja, ich werde das auch mal dann im Ruhemodus nachher testen. Ich werde es dann mal im Ruhemodus noch testen, wie dann aussieht, ob braun noch braun ist. Ich werde es euch dann in die Kommentare schreiben. Aber weiß ist noch weiß beim Quatsch, weiß ist jetzt türkis, blau ist blau. Ja, jetzt mal gucken. Von optisch, also ist nur ein bisschen was. Aber ich packe euch noch ein paar andere Aufkleber drunter, die ich bei Facebook, Quatsch, bei Dings gefunden habe. Da kann man dann zum Beispiel auf die weiße PlayStation noch so ein goldene Aufkleber raufkleben, Viereck, Dreieck, X, so wie bei der Limited Edition, die blaue mit diesen goldenen Symbolen von der PS4. Da gibt es halt Aufkleber hierfür und auch ganz andere Aufkleber und so. Ihr habt auch schon Seitenpanels, da ist aber nicht der PlayStation-Logo ausgefräst und da steht auch nicht Sony drin. Ja, wir können jetzt nur hoffen, dass Sony irgendwann mal sagt, ey, wir haben alle verklagt, ihr dürft nichts sowas machen, aber wir bauen jetzt selber Panels. Das wäre ja schon mal schön. So, nichtsdestotrotz, wartet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wie ein Träumchen. Das erste Video, offizielle Video mit der neuen Kamera, gleich als Testvideo. Wir sehen uns bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.